Die nächste Frage, die oft gestellt wird, ist, dass man sagt, andere Religionen gebieten auch Gutes. Warum ist nun der Islam richtig? Warum ist nur der Islam richtig und wir haben so viele Religionen, die auch zu Gutem aufrufen? Wir haben Buddhismus, wir haben Hinduismus, wir haben Judentum, wir haben Christentum. Und tatsächlich, wenn wir diese Religion betrachten, dann finden wir in den meisten Religionen, dass diese Religionen in ihrem Kern zu guten Dingen aufrufen. Die meisten rufen dazu auf, man soll nicht stehlen, man soll keinen Ehebruch begehen, man darf keine Unzucht begehen, man darf niemanden töten und so weiter und so fort. Aber was der Hauptkernunterschied ist, warum wir sagen, dass Islam die wahre Religion ist, um das in die Nussschale zu packen, also ganz kurz zu erklären, ist, dass der Islam die einzige Religion ist, die unverändert ist, so wie sie gebracht wurde durch den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Urreligion aller Propheten in ihrer vollendeten Form. Und wir sehen, dass der Islam die einzige Religion ist, die den Monotheismus so darstellt, wie er von Gott sein soll. Wir sehen beispielsweise im Hinduismus, die sagen, wir glauben an einen Schöpfer, Lenker, Herrscher Gott, dass verschiedene Götzen angebetet werden, wo man sagt, hier hat sich Gott manifestiert. Wir sehen im Christentum, dass gesagt wird, Gott hat sich in Jesus inkarniert. Aber im Endeffekt wird der Mensch Jesus angebetet. Wir sehen im Judentum, dass es Verse gibt in der Bibel, wo ganz deutlich dem allmächtigen Gott Eigenschaften zugeschrieben werden, die nicht mit dem Wesen des allmächtigen Gottes vereinbar sind. Zum Beispiel in Genesis 6, Vers 6 steht, und Gott reute es, dass er den Menschen erschaffen hat, und es schmerzte ihn in seinem Herzen. Wie können wir sagen, Gott hat Schmerzen, oder wie können wir sagen, Gott reute etwas, weil Gott ist ja allmächtig, also kann ihn nicht etwas reuen, was er getan hat, was er erschaffen hat, weil er schon vorher wusste, was dieser Mensch, was dieses Wesen tun wird. Und auf diese Herangehensweise, wenn wir alle einzelnen Religionen betrachten und wenn wir den Kern der Religion betrachten, dann sehen wir, dass hier der Islam die korrekte Religion ist. Und es wird natürlich jemand sagen, ja, okay, jetzt ist ein Christ dort, der ein Christ ist, der auch seine Religion ernst nimmt, nicht wie die meisten Leute hier in Deutschland, die sich Christen nennen, der Gutes tut, der versucht, die 10 Gebote zu halten, du sollst nicht stehlen, du sollst kein Ehebrechen und so weiter. Und warum soll dieser Mensch jetzt in die Hölle gehen für alle Ewigkeit? Dazu ist zu sagen, dass nicht unser Maßstab zählt, wer ein guter Mensch ist, sondern der Maßstab des allmächtigen Gottes zählt. Denn wenn wir sagen, es reicht, ein guter Mensch zu sein, wir sagen, ja, es stimmt, es reicht, ein guter Mensch zu sein, aber nach welchem Maßstab bist du ein guter Mensch? Nach meinem Maßstab? Oder nach dem Maßstab von Tante Emma? Oder nach dem Maßstab von Adolf Hitler? Nach dem Maßstab von Adolf Hitler war vielleicht jemand ein guter Mensch, der die Juden im KZ auf dem Befehl von Adolf Hitler, der die Juden im KZ auf dem Befehl von Adolf Hitler verbrennt. Er war vielleicht ein guter Mensch für ihn. Also nach welchem Maßstab? Nach dem Maßstab von Gott. Und nach dem Maßstab von Gott ist nur derjenige ein guter Mensch, der ihn alleine, der den allmächtigen Gott alleine anbetet. Und wer dies nicht macht, dem verspricht Allah subhanahu wa ta'ala im Koran ganz eindeutig die ewige Hölle. Er sagt, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah vergibt es nicht, dass man Schirk begeht, aber das, was darunter ist, vergibt er, wem er will. Allah vergibt es nicht, dass man ihm gegenüber Schirk begeht, Götter beigesellt, andere anbetet, ihm menschliche Eigenschaften gibt oder einem Menschen göttliche Eigenschaften gibt oder sagt, es gibt einen anderen Schöpfer, Lenker, Herrscher im Universum. Allah wird dies nicht verzeihen, genauso wenig wie Kufr und Nifak, der nicht unter dem Schirk ist in der Kategorie. Und das, was darunter ist, wird er vergeben, wem er will. Wem er will heißt hier nicht Willkür, sondern wem er will heißt, dass Gott die Macht hat, sowieso die Macht hat, alles zu vergeben. Weil einige Leute sagen zu dir, ja, Allah sagt im Koran, er vergibt, wem er will. Heißt das jetzt ja, ja, das ist ja Willkür. Hier steht nicht, Allah vergibt willkürlich, wem er will. Hier steht, Allah vergibt, wem er will. Wenn ich beispielsweise in einer Firma einen Chef habe und der Chef sagt, ich feuere, wen ich will, also ich entlasse, wen ich will, und ich gebe eine Gehaltserhöhung demjenigen, also dem ich eine Gehaltserhöhung geben will, dann ist es unlogisch zu denken, dass er demjenigen eine Gehaltserhöhung gibt, der
der schlechteste Arbeiter ist und dass er denjenigen feuert oder entlässt, der beste Arbeiter ist. Das ist die Erklärung dafür. Alhamdulillah. Die nächste Frage, die oft gestellt wird, ist, warum beleidigen die Muslime die Nichtmuslime, indem sie sie Ungläubige nennen? Warum beleidigen die Muslime die Nichtmuslime, indem sie sie Ungläubige nennen? Als allererstes geht es hier um das Wort, mit dem jeder, der den Islam nicht annimmt, bezeichnet wird im Koran, das Wort Kafir. Und Kafir wird in vielen Übersetzungen als Ungläubiger übersetzt. Ich sage, diese Übersetzung ist eigentlich relativ ungenau. Warum ist diese Übersetzung ungenau? Weil eigentlich Ungläubiger bedeutet eigentlich, kommt eigentlich von Tasdik, dass jemand an nichts glaubt. Und im Deutschen versteht man unter Ungläubigen jemanden, der an nichts glaubt. Und wir sagen nicht, dass ein Christ an nichts glaubt. Wir sagen nicht, dass ein Jude an nichts glaubt. Sondern wir glauben, dass die an etwas glauben, aber wir glauben, dass sie eine falsche Glaubenslehre in einigen Punkten haben, die verheerend sind. Deswegen ein Kafir ist eigentlich jemand, der die Wahrheit verdeckt. Und deswegen sollten wir übersetzen nicht Muslime. Aber selbst wenn wir das Wort Ungläubige stehen lassen oder wenn wir sagen Kafir und jemand sagt, es ist eine Beleidigung für mich, dass du mich Kafir nennst, dann sagen wir zu ihm, Kafir ist eine Eigenschaft, die du verändern kannst. Es gibt Eigenschaften, die kannst du nicht verändern. Es gibt Eigenschaften, die kannst du verändern. Wenn du lange Haare hast, das ist eine Eigenschaft, die du verändern kannst. Du gehst zum Friseur und lässt die Haare abrasieren. Wenn du schwarz bist, weil du aus Afrika kommst, oder weiß oder blond, das ist eine Eigenschaft, die du noch nicht verändern kannst. Natürlich, du kannst die Haare färben, aber ich meine, im Prinzip kannst du nicht von Natur aus deine Haare verändern. Das heißt, wenn du schwarze Haut hast, ist eine Eigenschaft, die bleibt. Im Normalfall, sei denn, du bist krank. Kafir ist eine Eigenschaft, die du verändern kannst, indem du Islam annimmst. Und wir nennen niemanden Kafir, um ihn zu beleidigen, sondern wir nennen ihn Kafir, um ihm klarzumachen, dass das, was er glaubt, nicht korrekt ist aus dem vom Glauben, aus unserer Glaubensperspektive, aus der Glaubensperspektive des Islam. Genauso müsste ein Christ sagen, dass ein Nicht-Christ ist. Alhamdulillah.